Sonnige Grüße, liebe Zuschauer. Da sind wir auch schon beim JFD Live Trading TV am heutigen Nachmittag, 14 Uhr, 11. Mai. Ja, wir schauen auf den Nasdaq 100 Index hier in der 24-Stunden-Integration im Stundenchart. Hier rechts den Tageschart und den Wochenchart. Unschwer zu erkennen, dass wir hier in einem klar strukturierten Aufwärtstrend sind. Die Technologiewerte ohnehin sehr, sehr gut unterwegs. Ziehen hier ein Stück weit auch den amerikanischen Markt immer wieder nach oben. Und wir wollen doch mal hier zunächst im Stundenchart beginnen, gleich dann ableitend auch auf den Tageschart. Hier nach dem Verlaufshoch knapp über 4560 Punkten, wohlbemerkt in der vorbörslichen Indikation. Wie gesagt, hier die 24-Stunden-Indikation von JFD. Das können Sie hier als CFD natürlich handeln, den Index. Und wir haben hier eine saubere Abwärtsstruktur bislang entwickelt. Allerdings das alles im Kontext einer, ja, zugegebenermaßen gesunden Konsolidierung, die eben unlängst vor einem Ende stehen könnte. Hintergrund, wir haben hier einen Preis, der sich hier kurz vor dieser Abwärtstrendlinie befindet, die sich hier herrührt seit dem letzten Verlaufshoch. Und dann haben wir hier eben noch diese Zone, hier die untergeordnete Zone 4485 Punkten, der Widerstandsbereich, der eben jetzt hier unmittelbar interessant werden dürfte. Wir haben heute nicht viele News aus den USA zu erwarten, deswegen wird es mal spannend, ob hier noch die entsprechende Dynamik aufkommt. Aber Tatsache ist, wenn der Index hier rausbrechen sollte, und hierbei kann man sich sehr schön an dem Hoch vom Freitag orientieren, das war hier 4465,70 Punkte, wenn es hier rüber rausgeht, dann hat der Index sicherlich kurzfristig weiteres Potenzial, hier über 4480 Punkte hinauszuziehen und dann auch noch weiteres Potenzial zu generieren. Das sieht hier ein Stück weit anders als der DAX aus, der sich ja unterhalb dieses Widerstandsclusters befindet. Und die Technologiewerte haben eben bislang bewiesen, dass sie gut drauf sind. Aber gelingt eben der Ausbruch. Wenn der Index nämlich hier drunter verbleibt, und das kann man durchaus aufgrund der zurückhaltenden News auch einplanen, zeichne ich deswegen hier mal den kurzfristigen Konsolidierungspfeil an, wäre es durchaus auch möglich, dass die Amerikaner hier eben heute doch noch keinen Ausbruch vollziehen und sich vielmehr seitwärts, abwärts entwickeln, um dann möglicherweise für morgen den notwendigen Schwung zu holen. Klar, bullisch wäre es, wenn wir über das Hoch vom Freitag ausbrechen und dann wären hier sicherlich die letzten Verlaufshochs hier im Bereich um 4510 Punkten knapp interessant. Das wäre hier auf jeden Fall das Level, die Hochs hier vom 4. Mai, die als nächstes dann interessant werden dürften. Hier die zwischengeschaltete, der zwischengeschaltete Widerstand knapp unter 4480 Punkten dürfte hier nur eine Zwischenstation darstellen. Wenn der Index es eben schafft, hier nach oben rauszuziehen, dann haben wir hier sichtliches Potenzial für weitere Zugewinne. Die technische Situation, wie gesagt, hier aus dem oder aus der Betrachtung oder von der Betrachtung der amerikanischen Indizes herleitend, wirkt das bullischer als beim DAX. Also hier kann der Ausbruch vollziehen, wenngleich ich eben aufgrund dessen, dass wir heute nicht viel zu erwarten haben, der Markt mehr oder weniger zäh seitwärts ist, wirkt das hier ein Stück weit so, als können wir nach unten doch noch erstmal durchschnaufen, bevor wir hier den Ausbruch vollziehen, sofern er denn kommt. Denn Ausbruch ist erst Ausbruch, wenn er tatsächlich geglückt ist, und wir sehen hier beim Nasdaq eben auch die Zone, hier sogar noch ein Stück weit tiefer. 4470, dieser breite Balken, schauen Sie, das lässt sich hier von den Hochs von Ende Februar ableiten, Anfang März, und inklusive dieses kurzfristigen Abwärtstrends seit dem letzten Verlauf, hoch, haben wir hier den Widerstand, diesen Kreuzwiderstand. Und Frage vor dem Ausbruch oder nicht, hier muss der Index rüber. Wir müssen hier deutlich rausziehen über 4465 Punkte. Dann haben wir hier Potenzial weiter anzusteigen. Wenn wir hier allerdings abdrehen, dann besteht durchaus die latente Gefahr, und da gehen wir jetzt mal ein Stück weit raus, diese große Aufwärtstrendlinie, die hier seit Anfang des Jahres herrührt, nochmals zu testen. Die haben wir übrigens auch hier im Stundenchart zu stehen, hier im Bereich 4385 Punkte. Das setzt sich natürlich immer stückweise höher, aber das ist im Prinzip der Bereich, der hier auf der Unterseite erhöhte Beachtung genießen sollte, wenn der Index denn hier anfängt, an diesem möglichen Ausbruch jetzt zu scheitern, dann muss man definitiv kalkulieren, dass hier auch Potenzial noch besteht, hier nochmal ein Stück weit durchzuschnaufen. Rein saisonal ist das Bild aber bullisch. Wir haben hier kurz mal die Beschau des
Nasdaq 100-Index des E-Minis, des Future-Kontraktes mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage. Also heute rein saisonal würde es sogar passen, dass wir einen kleinen Rücksetzer vollziehen, wenn der nicht zu stark ausfällt. Hier haben wir den wichtigen Support 4.435 Punkte. Dann wäre sogar die Möglichkeit gegeben, direkt auszubrechen. Das dürfte dann auch den DAX beflügeln. Doch wie gesagt, der scheint mir technisch noch ein Stück weit angeschlagener zu sein als die Amerikaner. Das wird sich dann sicherlich jetzt in dieser laufenden Woche entscheiden, wer hier wen hochzieht. Die Technologiewerte aus Amerika haben gute Chancen, den DAX natürlich mit nach oben zu heben. Aber wenn hier in Amerika, in Übersee, ja, nochmaliger Verkaufsdruck aufkommt, dann ist sicherlich der DAX ganz vorn dabei, auch mit nach unten abzukippen und hier eben das Level von 11.350, 11.400 Punkten zu durchstoßen. Aber der Nasdaq 100-Index in jedem Fall in einer sehr, sehr interessanten Ausgangslage. Ausbruch vielleicht heute? Fragezeichen. Wenn es gelingt, dann haben wir hier kurzfristiges Potenzial. Ansonsten ruhig mal mit einem kleinen Verschnaufer rechnen. 4.465 auf der Oberseite wäre wichtig. Ansonsten unten 4.435 beachten. Und wenn es da runter geht, dann haben wir hier sicherlich, hier ist 4.435 auch auf der Stundenbasis. Wenn es da runter geht, dann muss man einfach hier noch ein Stück weit nach unten den Fall fortsetzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute so eine enorme Volatilität sehen. Warten wir mal ab, was passiert. Bislang alles noch verhalten ruhig. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Dann gibt es ein Update zum DAX, ein Update zum S&P 500, ein Update zum Nasdaq 100, je nachdem. Schauen wir mal, was der Markt uns bietet. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen sonnigen Nachmittag und sende beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei!